Die rote ist, meine ich, hier gekauft. Ja, und wenn die aus Sperrholz oder aus... Diese Tiere, die sich so ganz diese Faultiere, diese Art, so ist der ja auch, aber die ja auch. Schon wach seid, dann schenkt uns mal einen ganz, ganz warmen Applaus. Ja, ich weiß, es ist ja noch sehr früh am Morgen, das kann noch lauter werden, da geben wir euch die nötige Zeit auch sehr, sehr gerne zu. Ich höre mal eben kurz rein, ob sie oben gestanden hat.
Nein, ich mache das mal am Sonntag. Ich bin den Sonntag schon mal laufen. Wir sind bereit, noch nicht so ganz, ja. Aber fast hieß es. Also warten wir jetzt noch nicht so ganz. Bürgermeister Klaus Jacobi startet auf Bahn 1. Bürgermeister Frank Hardenberg aus Wetter an der Ruhr startet auf Bahn 2. Und wir wollen hoffen, dass es auch so bleiben wird, dass beide an der Bahn bleiben. Beide Bürgermeister sitzen und es geht los! Anzufeuern. Hier fährt gerade Gevelsberg gegen Wetter auf Bahn 2. Die nächsten beiden stehen jetzt. Nein, sie stehen nicht, sie fahren schon auf der Strecke. Es sind Stine Heinze auf Bahn 2 und Tim Friedrich Rahn auf Bahn 1. Auch zwischen den beiden war das schon ein ganz, ganz enges Rennen. Aber hier zeichnet sich ab, dass auf Bahn 2 gerade Stine Heinze ihren Sieg aus dem ersten Durchgang vielleicht wiederholen kann. Sie fährt hier mit einem breiten Grinsen an mir vorbei. Schießt jetzt über die Ziellinie bei einer Zeit von 33,67. Verbessert damit ihre eigene Zeit heute. Vorhin hatte sie 34,07, jetzt hat sie 33,67. Das nächste Duell ist jetzt oben im Startbereich angekommen, beziehungsweise bereit, jetzt hier über die Heidestraße hinunter zu brettern. Auf Bahn 1 ist das Christina Wölling, auf Bahn 2 ist die Dame. Das ist Christina